Annalena Baerbock bei Wer wird Millionär? Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, was lustig wird. Das Video heißt Annalena Baerbock bei Wer wird Millionär? Die war einfach bei Wer wird Millionär. Wir gucken mal, wie sie abgeschnitten hat. Liebe geht raus an die Community, lasst einen Daumen nach oben, da schreibt ein Kommentärchen. Abonniert den Kanal natürlich. One Love geht raus. Wir gehen rein in den Peter. Und los. Annalena, ich bin gespannt. Herzlich willkommen in meiner Jauchegrube. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei Wer wird Millionär? Außenministerin Annalena Baerbock. Guten Abend, Herr Jauch. Frau Baerbock, das Geld, das Sie hier heute Abend gewinnen können, fließt nicht in Ihre eigene Tasche, sondern ist für einen guten Zweck gedacht. Was haben Sie mit dem Geld vor? Ich möchte das Geld für ein wichtiges Projekt verwenden, für welches Verwenden, haben wir. Den Kürzungen im Bundeshaushalt leider kein Budget mehr vorhanden war. Und zwar möchte ich die Margarinisierung von Minderheiten in Transsilvanien stoppen. Aha, okay. Transsilvanien muss ich direkt an den Vampirgraf Dracula denken. Also ich muss Sie doch bitten, das Wort Vampir nicht mehr zu benutzen. Besser wäre die Bezeichnung Sanguisexuelle, denn schon 1886 hat der Psycholater Richard von Kraft-Ebening das Trinken von Blut mit sexuellen Präferenzen in Verbindung gebracht. Präferenzen, Digga, ey, das Kranke dabei ist sogar, dass sogar Leute argumentieren, Digga, oder? Machen die nicht hier, Digga, wie heißt der? Machine Gun Kelly, der Maniac und die eine, wie heißt sie? Megan Fox, glaube ich, ne? Die bei Transformers dabei war. Die trinken doch auch ihr Blut gegenseitig. Beim Sex oder so ein Scheiß. Irgendwas habe ich da mal gelesen. Es ist also eine sexuelle Identität einer Minderheit, deren Rechte wir schützen sollten, solange alles einvernehmlich geschieht, natürlich. Okay, ich denke, wir beginnen direkt mit der ersten Frage. Heute ausnahmsweise direkt mit der 1000-Euro-Frage, um Ihre wertvolle Zeit zu sparen. Was sind die Farben der deutschen Nationalflagge? A. Schwarz, Rot, Gold. B. Regenbogenfarben. C. Blau und Gelb. Oder D. Grün? B, oder? Chat, lass uns mitmachen, Digga. Was ist die Antwort? Ich würde sagen B. Also weiß ich nicht, Digga. Sehe ich überall in Deutschland. Als feministische Außenministerialin komme ich natürlich viel rum und so weiß ich, dass Antwort A zu Belgien gehört. Antwort B könnte durchaus richtig sein, zumindest weht diese Flagge vor unseren Behörden, Ministerien und Ämtern. Andererseits sehe ich auch sehr viele blau-gelbe Fahnen. Antwort C könnte also auch passen. Aber Antwort D kann natürlich nicht sein, grün ist ja die Farbe meiner Partei, Herr Jauch. Verstehe. Jedenfalls bin ich noch unsicher, aber ich tendiere zu Antwort C, blau und gelb. Ich tendiere zu Antwort C. Frau Baerbock, ist das denn Ihr Ernst? Denken Sie doch zum Beispiel mal an die letzte Fußball-WM. Was sehen Sie da für Farben? Stimmt, da hat die Kollegin Frau Faeser eine Regenborkenbinde getragen. Jetzt Sie mich aber auch mit den Versprechern, Digga, voll geil. Sichert Herr Jauch, entweder ist es B oder C. Das ist doch ein Fake, KI, lol. Nein, das ist nicht Fake, ist real. Nehmt 50 Joker. Oh, das hätte ich natürlich nicht vermutet. Da werde ich jetzt wohl eine 360... Sieht man doch, Digga, Lippenbewegung und so, das ist real. ...Wände hinlegen müssen. Dann muss es wohl doch Antwort A sein, denn Antwort D ist ja, wie gesagt, bereits die Farbe der Grünen. Das ist natürlich richtig. Puh, dann mal weiter. Hier kommt die nächste Frage. Wofür steht in der Wirtschaft die Abkürzung BIP? Bruttoinlandprodukt, Digga. Ski! A. Billige Importe aus Portugal. B. Biologisch indigene Produkte. C. Bruttoinlandsprodukt. Oder D. Bike-Infrastruktur. Peru. Jetzt bin ich natürlich keine Wirtschaftsfrachtfrau, aber da kann ich meinen Frachtfrau mit Robert anrufen. Den Robert, Digga. Hallo? Guten Abend, Herr Habeck. Hier ist Günther Jauch. Die Außenministerin braucht Ihre Hilfe bei einer Frage zu Ihrem Fachgebiet. Zu Kinderbüchern? Nein. Einer Wirtschaftsfrage. Achtung! Es geht los. Hallo Robert, hier die Frage, wofür steht in der Wirtschaft die Abkürzung BIP? A. Billige Importe aus Portugal. B. Biologische Genprodukte. C. Bruttoinlandprodukt.
Bruttoinlandsprodukt, oder letzte Antwortmöglichkeit D, Bike-Infrastruktur Peru. Also auf keinen Fall C, das kann ich zu Kinderbüchern schließen. Und auf keinen Fall C, das kann ich ausschließen, da oben. Ja. Ehrlich gesagt lasse ich mir als Frau natürlich nichts von Robert sagen, daher ich antworte C. Interessant, aber wie, du lässt dir als Frau nichts von Robert sagen, Digga? Misstrauen hat sich ausgezahlt. Nächste Frage. Welches der folgenden Länder ist kein Nachbarland von Deutschland? A. Syrien, Digga. Österreich, B. Niederlande, C. Frankreich. Oder D. Syrien? Ich bin sicher, dass Österreich an Deutschland Syrien. Da haben wir in meiner Kindheit ein paar Mal Strandurlaub gemacht. Also starten wir mal dort, das heißt nördlich an der Küste Österreichs. Davon östlich über die Anden kommen wir in den Niederlanden an. Das heißt, Antworten A und B fallen schon mal weg. Ich schwanke also zwischen C und D, weiß aber zum Beispiel, dass deutlich mehr Syrer in Deutschland leben als Franken. Weiß aber, dass deutlich mehr Syrer in Deutschland leben als Schwarzhosen, Bro. Oh shit, Bruder. Ich küsse dein Herz, Seite. Danke für deinen Support. Liebe geht raus, bruv. Oh, muchas gracias, man. Gang. Andererseits war ja bester Mann. Schon C richtig, daher wähle ich jetzt D. Okay, Antwort D. Syrien ist eingeloggt. Ach du Scheiße. Und ist richtig. Freut mich. So, jetzt kommt schon die 8.000-Euro-Frage. Was ist nach der klassischen Auffassung des Liberalismus Staatsaufgabe? A. Radwege in anderen Ländern finanzieren. B. Die weltweite Förderung von positiver Maskulinität. C. Oh, weltweite Förderung von positiver Maskulinität. What the der fuck? Der Schutz der äußeren Landesgrenzen. Oder D. Anderen Ländern grüne Kühlschränke bezahlen. Das klingt natürlich alles... Ich würde sagen, die Förderung von toxischer Maskulinität ist das Wichtigste, Digga, wenn es um Liberalismus geht. Wichtig. Moment. Dann würden wir die Welt wieder ein bisschen in Ordnung kriegen, wenn toxische Maskulinität mal wieder ein bisschen mehr gefördert werden würde. Oder Sonja, was sagst du? Ausnahme von Antwort C, sondern ich denke, das ist eine gute Frage für den Publikumsjogger. Publikumsjogger. Liebes Publikum, bitte klicken Sie jetzt auf Ihren Keypads. Sieht so aus, als sei sich das Publikum ziemlich sicher. Und das überrascht eilt mich jetzt ehrlich gesagt, aber dann halte ich es hier wie in der Politik. Es ist mir egal, was meine deutschen Wähler wollen. Ich nehme A, weil das irgendwas mit Infrastruktur zu tun hat. Frau Baerbock, Sie hatten vorher 0 Euro und jetzt haben Sie genauso viel. Schade, Herr Jauch, dann muss ich wohl doch Steuergeld für das Projekt organisieren. Auf Wiedersehen. Tschüss, Frau Baerbock, an das Publikum. Es hat mir sehr gefallen. Ich hoffe Ihnen auch. Wenn ja, dann zeigen Sie es mir doch. Vielen Dank. Digga, krass, Alter. Ey, ein bisschen Entertainment zwischendurch. Küsst doch euer Herz, Freunde. Man muss auch mal lachen können, Digga, oder? Liebe geht raus, Kommentärchen schreiben. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Peace out.